Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jutta Schneider von Jutta Schneider Designs und zeige euch heute in meinem ersten Häkelvideo, wie das stehende Stäbchen funktioniert. Ihr kennt es, wenn ihr Reihen oder Runden mit Stäbchen häkelt, dann beginnt jede Reihe oder Runde mit drei Wendeluftmaschen. Die sehen wir hier, hier, hier und hier. Leider kann man die drei Wendeluftmaschen immer ganz deutlich sehen. Sie hinterlassen hier am Reihenanfang immer eine große Lücke und sie sind oftmals leider ein bisschen höher als ein eigentliches Stäbchen und sie sehen einfach ganz anders aus als das Stäbchen daneben. In der Runde genauso, man sieht die immer ganz deutlich, die runden Übergänge, wo sie mit den drei Wendeluftmaschen beginnen und hier könnt ihr sehen, die Kante kriegt sogar einen richtigen Bogen, weil die drei Wendeluftmaschen höher sind als ein Stäbchen. Da gibt es jetzt eine viel schönere Möglichkeit, die neue Reihe anzufangen. Die zeige ich euch jetzt. Also ihr habt die Arbeit gewendet und diese erste Schlaufe zieht ihr jetzt so hoch, wie ein Stäbchen ungefähr ist. Da könnt ihr ein bisschen schätzen, das muss nicht genau sein. Also die Masche größer ziehen, die Schlaufe größer ziehen. Ihr haltet die Schlaufe mit dem Daumen fest, geht mit der Häkelnadel hinter der Schlaufe vorbei, schnappt euch den Faden und zieht ihn wieder hinter der Schlaufe durch und habt jetzt wie beim normalen Stäbchen zwei Schlaufen auf der Nadel, schnappt euch den Faden nochmal und zieht ihn durch die verbliebenen beiden Schlaufen nochmal durch. Das ist das stehende Stäbchen. Ich zeige es euch nochmal. Also Schlaufe groß ziehen, ungefähr so hoch wie ein Stäbchen, mit dem Daumen festhalten, hinter der Schlaufe vorbei, Faden schnappen, hinter der Schlaufe wieder zurückziehen, und den Faden nochmal durch die zwei Schlaufen auf der Nadel ziehen. So. Und jetzt geht's weiter. Ihr häkelt einfach Stäbchen bis ans Ende der Reihe. Und ihr könnt schon gleich sehen, die Lücke zwischen den stehenden Stäbchen und den richtigen Stäbchen ist deutlich kleiner als hier unten bei den drei Wendeluftmaschen. Der Reihenübergang ist also viel, viel, viel schöner und viel weniger sichtbar. Wenn ihr am Ende der Reihe angekommen seid, da kommt der nächste Vorteil bei einem stehenden Stäbchen, seht ihr auch viel eher, wo ihr mit der Häkelnadel einstechen müsst. Bei den drei Wendeluftmaschen ist das ja immer ein bisschen schwierig, wo genau ist jetzt die oberste, wo genau muss man jetzt mit der Häkelnadel reinstechen. Und das ist bei dem stehenden Stäbchen viel einfacher, viel deutlicher sichtbar, weil wir oben im Prinzip das gleiche V liegen haben wie bei einem normalen Stäbchen. Das ist das vorletzte Stäbchen in der Reihe. Und das ist das stehende Stäbchen der Vorreihe. Und da müssen wir jetzt einfach mit der Häkelnadel durch den ersten Bügel des Vs, durch den zweiten Bügel des Vs und dann den Faden durchziehen. So. Ist deutlich weniger sichtbar und funktioniert vor allem auch in der Runde sehr gut. Würdet ihr jetzt mit einem neuen Faden anfangen, so macht ihr das stehende Stäbchen ein klein wenig anders. Ihr fangt einfach an mit einem Knoten und nehmt den Knoten auf die Häkelnadel. Den Knoten müsst ihr ein bisschen festhalten. Bevor ihr jetzt einstecht in die erste Masche, müsst ihr einmal den Faden schnappen und zwar schnappt ihr beide Fäden, sowohl den später vernähenden als auch den Faden, der zum Knäuel führt. Ihr haltet die Schlaufe fest, schnappt euch die beiden Fäden wie für einen Umschlag, stecht in die Masche ein
muss ich hier natürlich ein bisschen popeln, ist ja klar. So, zieht alle Fäden schön stramm, zieht den Faden einmal durch, durch diese beiden Schlaufen und durch die letzten Schlaufen. Und jetzt habt ihr mit einem neuen Faden die Reihe wunderbar begonnen. Das Stäbchen sieht täuschend echt aus und der Knoten wird auch später nicht weiter auffallen. Diese Methode ist deutlich weniger sichtbar als mit drei Wendeluftmaschen und ich hoffe, ihr könnt damit viel anfangen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!